Was geht ab, Leute? Öffne Alex von Phi Gaming TV Anschlussfriedhof. hier und ich heiße euch herzlich willkommen zu dem ersten Let's Play von Far Cry 3 und zwar von dem Online-Modus. Ich bin ab heute neu auf dem Channel, von mir werdet ihr viele Let's Plays sehen, zum Beispiel von Far Cry 3. Ich werde da jetzt erstmal den Online-Modus zocken mit euch und dann ein bisschen die Story. So, jetzt geht's los. Also, wir sind ins Spiel eingestiegen, das ist Team Deathmatch. Und ja, wir sind natürlich direkt gestorben, so wie es sich gehört, wenn man erstmal anfängt. Und ja, jetzt haben wir halt hier die Möglichkeit, dann fange ich direkt mal damit an. Wir haben die Möglichkeit, uns an unser Leben zu klammern. Das heißt, wir können ganz schnell X drücken, um die Möglichkeit zu haben, von unseren Teamkameraden gerettet zu werden. Aber so wie diese lieben Teamkameraden es nun mal, wie es immer so ist, helfen die einem nie. Also man kann da rumliegen, verrecken, da interessiert sich kein Arsch für. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Gegner hier ein bisschen weitersuchen, wo sich die mal wieder verstecken. Das ist natürlich auch. Manchmal ist das Spiel wirklich so, es gibt hier Maps, da kann man richtig rumrennen und die Gegner richtig abmetzeln. Aber zum Beispiel die Map, die mag ich jetzt nicht so, weil das ist wirklich in meinen Augen eine reine Camper-Map, die ist so verschachtelt und so eckig und einfach nicht mein Fall. Und ja, zu der Waffe, die ich gerade spiele, das ist die STG-90. Das ist eine sehr präzise Waffe, die hat einen schönen Scope, also. Schön Schaden, also ich schieße mit der unterschiedlich, mal im Schnellfeuer, mal im Einzelfeuer. Und ja, jetzt sieht man hier unter anderem auch mal die Level. Es gibt Level für die Waffen, man kann sich mit den Leveln, schaltet man sich die Aufsätze frei, zum Beispiel Rotpunktvisier, Schalldämpfer und erweitertes Magazin. Ich spiele hier mit dem Rotpunktvisier und mit dem erweiterten Magazin, um mehr Schuss zu haben. Ich bin jetzt ins 10. Level aufgestiegen, was das höchste Level ist, weiß ich gar nicht so genau. Und ja, jetzt sehen wir hier zum Beispiel Serienkill. Serienkill ist, wenn ich drei Leute hintereinander töte. Dann gibt es immer noch schön Erfahrungspunkte dazu. Und das sind jetzt hier 300. Was ich auch gut finde, das haben die zwar ein bisschen so von den anderen Spielen abgeguckt, was ich aber auch sehr gut finde, es gibt die Abschussserien. Wenn man drei Leute tötet in der Regel, bekommt man diese, ja, ich weiß nicht, diese Scouts, wie die sich hier schimpfen. Das ist so eine Art Radar. Dann werden einem die Gegner auf der Map angezeigt. So, jetzt hoffen wir mal, dass uns ein Teamkamerad hilft, aber es wird sowieso nicht passieren, oder? Ja, komme, komme. Ich sehe da unten links schon einen anrennen. Vielleicht schafft er es noch, vielleicht noch nicht. Komm, beweg dich, Junge, beweg dich. Ja, okay, ich werde abnippeln, wie immer eigentlich. Und ja, jetzt bin ich wieder neu im Spiel. Mal gucken, wo sich die Gegner verstecken. Suche, suche. Wo seid ihr da? Stirb, stirb, stirb! Warum soll ich denn sterben, wenn ich sterben sage? Ja, okay, ich bin tot. Das war jetzt etwas unrealistisch, weil ich in meinen Augen den getroffen habe. Aber es ist ja immer so. So, jetzt müsste mir eigentlich mal einer helfen, weil wie ihr unten auf der Karte seht, sind hier 50 Leute bei mir im Kreis. Aber mir hilft natürlich wieder keiner hier. Diese Scheiße. Na komm, hilf mir. Bitte. 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 Okay, ich bin tot. War natürlich wieder nicht. Ah, oh, ich habe echt ein tolles Team erwischt. Die kümmern sich so um ihre Mitglieder. Es ist wundervoll. So, wo sind die Gegner? Seid ihr? Wo seid ihr? Da, stirb! 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 Er ist gestorben. Muss neu So. laden. King Ali 81 ist tot. Und du auch. Stirb! Stirb! So, und Slick Yav 49 ist auch tot. Und ich gleich auch. Jetzt muss ich mich schnell heilen. Dann zieht er sich bestimmt wieder irgendwas aus dem Arm. Obwohl, das ist wieder ganz eigenartig. Wenn man von einer Granate getroffen wird, hat man auf einmal Nägel im Arm oder irgendwie so ein Splitter. Und jetzt werde ich von der Granate getroffen, hat er einfach nur einen Kratzer. Was sollen wir machen? So, komm, hilf mir. Jetzt sieht man zum Beispiel, von wem ich getötet wurde. Das war King Ali. Und es interessiert sich mal wieder keiner dafür, dass ich gerettet werde, oder? Doch. So, ich lebe wieder. Und wie es natürlich immer so ist, wenn man gerettet wird, stehen diese Arschlöcher immer da rum und meinen, einen direkt töten zu können. Das weiß ich. Dann kriegen direkt einen Doppelkill von mir. So, fünf Leute getötet. Und, ja, fünf Leute tot, ne? Mal gucken, wo die anderen jetzt sind. Komm, wo seid ihr? Zeig dich. Zeig euch. Auf dem Boot, okay. Wie geht's da jetzt rein? Scheiße. Ah. Da. Dich krieg ich. Bleib stehen. Zwei. Tot. Beide. Nein, erst ein. Nein, doch, tot. Okay, den zweiten auch noch. Tot, stirb, stirb. Da, fuck. Ich bin tot, okay. Kann man nichts machen. Hoffentlich hilft mir einer. Natürlich nicht. Naja, wir wurden von einer MP5 mit einem Akkuvisier getötet. Naja, auch sehr eigen, wer damit spielt. Aber was will man machen? Da ist wieder einer. Wieder so ein dreckiger Camper.
Kill Assist. Ja gut, der hat einen Takedown gegeben. Ein Takedown ist in dem Spiel ziemlich gut gemacht. Wenn man ein Messer hat, dann messert der nicht einen ganz normal, wie bei Call of Duty, dass er mit dem Messer einfach nur so ein bisschen rumfuchtelt. Hier springt er mit dem Messer wirklich auf einen drauf und rammt ihm das Teil richtig in den Hals oder in den Magen. Das ist immer, kommt ganz darauf an, von wo man den Takedown drückt, beziehungsweise die Messerattacke. Und das haben die ziemlich gut animiert. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder hier suchen, wo die Gegner sind. So, wiederbeleben. Das muss ich auch noch dazu sagen, was ich ziemlich gut finde, ist bei dem Online-Modus hier. Erstens gibt es mehrere Modi. Wir spielen jetzt zum Beispiel Team Deathmatch und es gibt noch so eine Art Sabotage. Da muss man auch so einzelne Ziele einnehmen. Dann gibt es Capture the Flag. Und ja, also ich spiele eigentlich am liebsten Team Deathmatch. Das ist am meisten besucht. Da sind die meisten Spieler online und da findet man auf jeden Fall immer volle Maps, also beziehungsweise auch volle Teams. So, worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, wenn man getötet wird, das habt ihr jetzt schon oft genug gesehen, liegt man da auf dem Boden rum und ist ein bisschen am Krepieren. Man hat aber immer noch die Möglichkeit, seine Teamkameraden oder, ja, wenn man Glück hat, dass die einen wiederbeleben. Fürs Wiederbeleben gibt es hier 200 Punkte. Das finde ich, haben die relativ gut gemacht. Dann haben wenigstens die Teamkameraden den Ansporn, einem zu helfen. Nur komischerweise habe ich immer das Gefühl, dass die gar keinen Bock haben, einem zu helfen, weil, weiß ich nicht, entweder die sehen, 200 Punkte ist für die nichts, oder die sehen mich gerne sterben, oder die helfen mir nicht, weiß ich nicht, weil ich Deadzone heiße. Keine Ahnung. Naja, kann man nichts machen. So, wo sind jetzt die Gegner? Ich bin auf dem Schiff und ich sehe keinen Gegner. So, die sind wahrscheinlich unter mir. Ja, so. Zeig dich. Komm raus. Ich finde dich. Ich finde dich und werde dich töten. Zeig dich. Ich töte dich. Ja, wir spielen hier Team Deathmatch, nicht suchen und zerstören. Wo seid ihr? Zeigt. Mein Gott, es langsam geht mir das aber hier gewaltig auf den Sack. Wo seid ihr denn jetzt? Hallo? Da oben. Ja, diese scheiß Camper, echt, ey. Ich lade nach! Ah, nein! Ja, jetzt hat der uns nämlich diesen echt ekelhaften, dreckigen Takedown gegeben. Der hat uns einfach so eine riesige Machete in den Mund reingeschoben. Aber naja. Wenn das nicht anders kann, soll er so machen. Da ist schon wieder einer. Komm, stirb! Muss nachladen! Ich fülle auf! So. Aber ich glaube. Oh, das ist ziemlich knapp. Wir haben jetzt noch 7 Minuten und knapp 20 Sekunden zu spielen und es ist echt unentschieden in meinen Augen. Wir sind das blaue Team und das rote Team sind die Gegner, aber ich glaube, wir als blaues Team sind ein bisschen am Führen. Und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, weil dann kann ich euch nämlich die Strafe zeigen. Ich hoffe natürlich, dass unser Team da einer die Strafe hat. Es gibt nämlich die Möglichkeit, wenn wir gewinnen, dann können wir den ersten aus dem Gegnerteam bestrafen oder je nachdem, was der beste Spieler aus unserem Team ausgewählt hat, Gnade oder Strafe. Bei Strafe gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass jetzt der erste Spieler aus unserem Team dem ersten Spieler aus dem Gegnerteam beispielsweise richtig eins auf die Fresse haut. Dann nimmt der Anlauf und tritt ihm einfach voll ins Gesicht. Dann gibt es wieder eine Möglichkeit, das ist dann Gnade. Bei der Gnade gibt es halt die Möglichkeit, dass jetzt zwei Spieler aus meinem Team einen Besen in der Hand haben und dem halt so entgegenwedeln, wie als ob das irgendwie der King des Spiels ist. Das ist dann so ein bisschen auf Verarsche gemacht. Finde ich eigentlich ganz okay. Das ist nochmal so eine kleine Sequenz am Ende. Und ich denke mal, jetzt das letzte Kill, beim letzten Kill. Ja, wir haben gewonnen. 500 DP. Verschlüsselte Daten gefunden, das ist dann sowas wie so eine Art, da kriegen wir an in der Regel. Man kann Tarnungen dadurch freischalten und all sowas. So. Wenn du mich gucken, tötest, sterbe ich als Märtyrer. Ja? Nein, Strafe. Er kriegt Mann. Nicht auf die Fresse. Hast du dir wehgetan? Ach, wenn der schlecht bist du. Die Fresse ist. Hundefutter! Inselschwein! So. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in den Multiplayer-Modus. Ich werde euch jetzt nochmal ein paar andere Multiplayer-Modi vorstellen. Unter anderem, wie schon gesagt, die ganzen anderen Spielmodi, die es hier gibt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr kommentiert das Ganze schön, liken und bis bald. Ciao.